Bruder. Mercedes CL500. Das kam jetzt überraschend. Moin Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht's richtig los. White Tiger bekommt ein neues Differential. Mein CL ist ja nach 1300 Kilometern auf einer italienischen Landstraße liegen geblieben. Die italienische Werkstatt meinte Differentialschaden und Antriebswellenschaden. Vielen, vielen Dank an der Stelle an Leon Mudikas, der mir das Differential von meinem 400.000 Kilometer Pink Panther Projekt vorbeigebracht hat. Und zusätzlich sogar noch so eine Pumpe, die Unterdruckpumpe, die werden wir irgendwann auch verbauen. Jetzt erstmal geht's an das Differential. Eiko ist dabei, Eiko ist heiß. Und schnell. Freust dich, ne? Was gibt's für Worte zu sagen? Also, und los. Ja, leider haben sie jetzt angefangen, immer meine Werkstatt zuzufahren. Mir ist scheißegal, das ist meine Werkstatt. Ich verstehe nicht, was man an Durchfahrt nicht versteht. Ja, müssen wir mal gucken. Das Differential ist nämlich umgekippt und ein bisschen ausgelaufen. Ich hoffe, da ist jetzt noch genug Öl drin. Ach so, ja. Die sind ganz schön angerostet. Pink Panther ist ja gefühlt auch in der Nordsee das geboren. Das ist auch Pink Panther? Das ist auch Pink Panther, beides. Okay. Oh, das sieht gar nicht mal so gut aus, ne? Hm. Und damit willst du nach Mykonos? Ja, die nächste Antriebswelle, die abreißt, oh nee. Ne, das ist ja erstmal nur die Manschette, ne? Ja, jetzt könnten sich die Leute natürlich fragen, Max, warum bist du so ein Broker-Penner und kaufst nicht einfach neue Antriebswellen? Das gibt einfach nicht. Kacke. Also es gibt einfach keine Antriebswellen. Das ist ein bisschen sehr blöd. Es gibt keine neuen Antriebswellen. Nein, nein, gibt's nicht. L 80 Euro auf eBay und ja. Das nirgendwo. Ja. Aber dein ABS-Ring sieht noch toll aus. Warum sieht das so gut aus? Das hat er aufbereitet. Ein bisschen Karosseriedichtmasse so rein. Alter, das ist echt. Digga, chill. Wir müssen halt nur aufpassen, dass er nicht umkippt, so wie bei Leon. Aber ich denke mal nicht, dass du jetzt so eine Fahrweise wie Leon in den Breitbau an Tag legst. Warum fährst du rückwärts? Hey, jetzt wir müssen hör noch auf. Zu Autosaftig auffahren. So, dann geht's doch drauf. Ja, vielen Dank an Autosiastik an dieser Stelle. Hier wurde der CL letzte Woche abgeliefert vom ADAC. Und da steht das Baby auch schon. Hier, Autosiastik nochmal. Dankeschön. Unbezahlte Werbung an der Stelle. Kuss, Kuss, Kuss. Stell das Baby mal hier hin. Oh, wer ist das denn? Hm? XM? Ist das Bubex neuer? Leak, leak. Karre hätte man vielleicht auch mal auflassen können, damit dieser ganze Schimmelgeruch rausgeht. Müssen wir die jetzt überbrücken? Die fährt doch eh nicht. Ach, scheiße, stimmt. Mal reingehen und allen Hallo sagen. Fragen, ja, jemand erstmal vor der Arbeit drücken, ja. Ne? Hast du dir gerade einen Kaugummi reingesteckt, nur um jetzt dieser Vivi Hallo zu sagen? Nein. Eiko hat hier einen kleinen Crush auf die gute Vivi, ne? Nein. Guck mal, wie der am Grinsen ist. Hör auf mit deinem Zoom jetzt. Warst du deswegen so spät gestern in der Halle? Guck doch mal, wie ich mich angezogen habe, als ob ich irgendwen beeindrucken möchte. Außer Timo. Das ist umgekehrte Psychologie. Gekonnte Lässigkeit ist das. Wenn ich juckt, dann juckt es mich nicht, ne? Er meinte eben so, wir fahren zu Autosiastik, ich muss noch kurz Zähne putzen. Weil wir gefrühstückt haben und dann musst du Zähne putzen, Digga. Wer putzt denn bitte nach dem... Guck mal, wie aufgeregt der ist. Das wird mein Clickbait-Titel. Heikos neue Freundin revealed. Hör doch mal auf. Ja, jetzt gehen wir mal rein, ne? Hallo. Moin. Hallo, Bibi. Hi. Welche Bühne? Ach Gott. Das ist unsere Bühne, oder was? Ist das wollt ihr uns hier so unterschwellig was sagen? Digga, jetzt mal! Was? Hey, das ist ein Joke, oder? Das habt ihr nachträglich reingemacht, oder? Eiko hat auch wieder seine gute Arbeitsschuhe. Was ist das denn? Welches ist das? Das riecht nach alten Mann. Okay, dann komm mal nach hinten. Ich komm mal nach hinten. Denn Auspüffe sind für gewöhnlich Wind. Okay, das ist nur meine Unterhose. Die ist nass. Digga. Bruder, das schimmelt. Das schimmelt einfach hier drin. Geil. Okay, meine Ducati-Schuhe. Der Content ist jetzt ab 18. Das schimmelt da drin, weil es komplett nass ist. Boah, warum ist der denn undicht? Haben die den Kofferraum nicht zugemacht oder was? Hast du mal die Abläufe vom Schiebedach kontrolliert? Kannst du mit mir da gleich mal gucken? Das haben tatsächlich mehrere gesagt, dass es die Abläufe sind. Aber ich glaube, um ehrlich zu sein, in Italien ist die Batterie platt gegangen, deswegen haben sich die Fenster runtergefahren und weil sie zu faul waren, jedes Mal den Kofferraum mit dem Schlüssel zu öffnen, haben sie einfach alles offen gelassen. Okay. Und dann hat es eine Nacht reingeregnet. Italien ist ja Regen auch nicht wie in Deutschland, sondern
nee, das ist ja auf einmal Sturmflut. Also hier hinten ist auf jeden Fall Safe Schimmel. Kann ja nicht sein, dass jetzt hier die Unterhose nass ist. Ein paar Schimmel. Schmeiß sie jetzt weg, Digga. Soll man einen Riemen auf die Orgel? Ja, man Riemen auf die Orgel. Bitte nicht erschrecken, jetzt wird's heftig. Tippkarte nicht erkannt. Ja. Mach mal auf hier den Mund. Der hat sogar ZV. Na Not. Ja, dann ist die vielleicht platt. Die war sich frisch geladen. Frisch geladen? Ja, geil. Geil. Was sagst du so soundtechnisch? Sehr gut. Kann mit Audi mithalten? Niemals. Was? Was fährst du? 2 Liter TDI? Hast du das Auto nicht mal leer gemacht? Nein. Das ist doch nur noch ein Trauerspiel. Das tut doch nur noch weh. Was glaubst du, ist das? Entweder ist hier die Kardanwelle abgerissen oder innen drin ist die Verzahnung vom Tipp auseinander geflogen. Vorhin hab das mal auf einer italienischen Autobahn. Du hörst nur so dieses und dann keinen Vortrieb mehr und du weißt einfach, du bist gefickt. Nee. Das heißt, das Diff ist kaputt. Einschätzung, fahren wir damit heute hier wieder raus? Nein. Schätzung, fahren wir damit heute wieder raus? Ja. Wer hat Nein gesagt? Hast du Nein gesagt? Ich habe Nein gesagt. Diff, wir haben Antriebswellen. Das heißt, wenn es das Diff ist, dann können, wir auch die, dann können wir auch die wahrscheinlich intakten Antriebswellen wiederverwenden. Ah. Also nur Diff raus, Diff rein, fertig. Ich hab Bock. Und los. So, liebe Leute, wir haben das ganze Ding jetzt erstmal hier auf die Bockdinger aufgemacht. Wir haben es schon vermutet, beziehungsweise schon live gesehen. Wollen wir Zündung nicht ausmachen, Digga? Warte kurz. Ja, der leuchtet noch alles. Zieh mal den Schlüssel raus, bitte. Ja, wir haben eben schon gesehen, das Diff war leicht feucht, würde ich sagen. Leicht feucht, ja. Leicht. Ein bisschen hat es rausgespritzt. Aber nur ein bisschen. Wir haben natürlich direkt... Was denn jetzt? Der ist so riesig. Nein! Halt's Maul! Digga, das gucken wir uns gleich an. Das gucken wir uns gleich an. Digga, was ist das denn? Okay, das kam gerade vor. Digga, ey! Was ist das denn? Ja, Differentialjob, ne? Digga, Alter! Ist das Zucker? Digga, fuck, Mann. Wie ist denn das passiert? Wahrscheinlich hier. Okay, hier. Freunde, auf 3. 1, 2, wir brauchen Licht. Was? Junge, ist das krass. Ja, genau, hier. Das Starten gerade hat ihn weggeschlagen. Ja, reingeschlagen. Just in diesem Moment eben hier auf dem Hof passiert. Also jetzt wirklich, oder? Doch. Das war jetzt nochmal der letzte Schlag. Das war eben. Eben, echt? Wo ich gerafft habe. Hat's einmal bumm gemacht? Ja. Das war der letzte Schlag. Ey, nee. Doch. Auch was, guck mal, wie das, das sieht aus wie so wie Farbe. So viel Späne sind da drin und Abrieb. Heavy, heavy, heavy. Und was sagen die Antriebswellen? Wo nichts ist und soll was sein? Sehen top aus. Schmierwesig, massig. Ja, ne? Mhm. Also die Wellen bleiben. Wellen bleiben. Das war safe im Differential. Ich hätte es nicht gedacht. Ich dachte die ganze Zeit Antriebswelle. Ja. Die ganze Zeit. Ja, hat ADAC ja auch gesagt. Beziehungsweise nicht aber ADAC, sondern die italienische Werkstatt. Man muss halt betrachten, Zimmer hat was rausgeholt, dieses Stückchen oder so, oder diese 2 Stückchen. Dann ist es einmal festgegangen auf dem Dings, Videodreh. Videodreh von Boberg habe ich gedriftet, da ist es einmal festgegangen. Dann bin ich die ganze Zeit in die andere Richtung gefahren, um es wieder zu lösen. Und dann war plötzlich wieder gut. Da hat sich dann mit einem Knall gelöst und dann war es wieder gut. War noch was los und das hat sich einfach zwischen die Zahnräder gesetzt oder so. Irgendwas ganz Komisches. Wir werden es ja sehen, wenn wir das öffnen, beziehungsweise offen. Das ist ja eigentlich schon. Ey, das ist so heavy. Krass aus, ne? Das ist so heavy. Werkzeug könnt ihr das am besten benutzen? Ich bin gleich wieder da. Ich fahre einmal schnell ins Autobahn rüber zu dir. Jo, alles klar. Auf Nimmer Wiedersehen. Das ist eine gute Idee, ist uns die Werkstatt jetzt so zu überlassen. Ey. Ja, ich hab Bock, Digga. Kacke. Heftig. Okay, und los. Das ist fies. Das ist so heftig. Bevor wir jetzt anfangen, hier irgendwelche Antriebswellen und Differentiale abzusenken und sowas, müssen wir uns auf jeden Fall erstmal diesem wunderschönen, komplett original belassenen Auspuff widmen, welcher ja natürlich hier mit so ein paar Auspuffgummis befestigt ist. Die habe ich alle schon abgemacht, sodass sich gleich die ganze Endschalldämpferpartie absenken lässt. Währenddessen kämpfen Eiko und ich hier parallel noch mit den hinterm Nachcut. Gibt ja keinen Mittelschalldämpfer beim CL, deswegen ja auch dieser exzellente Sound, serienmäßig. Genau. Ja, alles serienmäßig. Ist serienmäßig. Aber schön, dass sie es auch aus Edelstahl gemacht haben da hinten. Finde ich gut.
AMG. Ja, komm in die Gruppe. Auspuff ist ab. Eiko hat das Differential jetzt schon mal angefixt. Jetzt kommt der wirklich spaßige Teil, weil es ja bisher auch nicht schon genug Spaß gemacht hat. Schön Spaß. Sich mit diesen Kackdingern abzukämpfen, mit diesen, alles ist vergammelt. Naja, es geht deutlich schlimmer. Bei meinen anderen CLs war es noch schlimmer. Jetzt machen wir die muss auf jeden Fall die Hardy-Scheibe ab. Ist da eine dran bei dem anderen? Nö, ne? Nee. Ja, dann machen wir die ab. Genau, und dann die Antriebswellen. Und hoffen, dass die einfach nach unten fallen, ne? Wird schon passen, ne? Ja. Ich weiß es nicht. Ich hab's selber noch nicht gemacht. Diese Außentorx-Schrauben, ne? Ja, die auch. Raus. Autosaftig, immer zur Stelle. Dankeschön. Der Halter ist ja noch dran am alten Differential. Genau. Wow. Das sieht alles sehr... Oh, guck mal, hier hat er auch ein bisschen. Das macht so viel Spaß, ja! Komm, du hast schon lange nicht mehr geschraubt. Hätte ich schon lange nicht mehr geschraubt? Alter, schon die letzten 3 Tage in der Werkstatt. Also okay, wem erzähle ich das? Aber für mich ist das schon viel. Hier hält man von hier hinten gegen. Sonst, dann kann es eigentlich raus. Ah, einen Halter gibt es noch, hier vorne. Der geht glaube ich, am einfachsten. Das geht richtig easy, ne? Ein armes Differential. Und alles nur, weil ich einmal in einem Videodreh auf dick machen wollte. Na, meinst du, das ist passiert? Ja, da wurde es dann da ist es passiert. Davor liefst du einwandfrei. Katastrophal ist das hier. Was ist denn jetzt los? Ja, wir müssen das Rad doch nochmal blockieren. Okay, ich blockiere es. Wir haben mal von sowas geträumt, aber in elektrisch und nicht mit Luftdruck. Ja, in elektrisch und auch nicht ist mit auch Dreck, geiler. Der mir irgendwie ins entgegen fließt. Warum nimmst du nicht den vernünftigen Schlagschrauber? Eiko P Master hat hier ein bisschen gezaubert. Die Antriebswellen sind jetzt ab, dabei ist eine kaputt gegangen, das zeigen wir gleich nochmal. Ja, das sieht man jetzt nicht. Gut. Ja, dann ist das Differential. Okay, und los. Ja, wir holen es jetzt einfach. Es ist alles Schrott, wir haben aber alle Schrauben gelöst und jetzt kann es runter. Einer. Du sicherst, ne? Hier wird er hängen an der Dings, weil da noch so ein Dorn drin ist. Ach, du hast deine Sicherheitsadiletten sogar an? Ja, also ich bin gesichert. Wie sieht's mit dir aus? Nee. Okay. Die Kackdinger sind so schwer, wir tragen die mal zu zweit. Angstpotter? Mhm. Ja. Wir haben halt die Budget-Variante gemacht, ne? So wenig abzuschrauben wie geht. Gucken. Es rächt sich immer im Nachhinein. Er muss quasi hier runter, dass er da raus kann. Ne? Das Mittellager von der Kardanwelle habt ihr natürlich auch gelöst, ne? Nö. Nö. Wofür denn? Um ein bisschen Spiel reinzukriegen. Ah, nee, Spiel hat das Diff ja schon. Da ist er! Oh. Ist komplett blockiert. Alter. Aber die hier? Oh, die sind frei. Wollen wir das kommen wir sogar unabhängig voneinander. Ganz offen ist es. Oder man macht da noch ein extra Video drüber. Ich würde so sieht das Diff von innen aus. Ba-ba-ba-ba. Katastrophe. Baba-mäßig. Ich würde es tatsächlich einmal aufschrauben. Einfach nur, um zu wissen, wie es aussieht. Schrauben wir das auch auf. Aber ich glaube nicht in diesem Video. Probleme, die wir jetzt noch haben: Antriebswelle. Guckst du hier? Ist kaputt. Ist kaputt, Junge. Man braucht mehr Licht. Saftig. Ja, hier ist doch Licht. Seit wann machst du dir über sowas Sorgen, Max? So, da haben wir schon das Neue. Ja, gut. Oh, ja, was für ein Zufall hier. Ja. Direkt das Neue am Start. Wo machen wir das überhaupt hin? Habt ihr einen Schrottcontainer? Ja. Ja? Kann das da drin bleiben? Ja. Geil. Echt? Öl ist schon drauf. Was kostet das? Na gut, da kümmern wir uns später drin. Ich bin schon ein bisschen gespannt, so jetzt, ne? Also, ich will schon wissen eigentlich. Ja, unsere Arbeitsmotivation ist gerade nicht so. Liegt aber vielleicht auch an den 40 Grad, die wir draußen haben. Dieses Ding. Ist das normal? Dieses Spiel? Das Spiel ist normal. Welches Spiel? Ja? Welches Spiel denn? Du musst ja. Hast ja Kugeln da drin. Ja, nur dass wir jetzt gerade eben das schon ausgehangen haben. Alter, Kacke. Kacke. Die Werkstatt meinte, es ist kaputt. Du weißt auch nicht, wie lange die Manschetten schon tot sind. Weil ich habe gar viel keinen Wasser Bock. Gezogen hat. Ja, ich habe gar keinen Bock, dass das Ding jetzt auch noch. Also irgendwie ist es nicht so. Guck mal, da hakt er. Der hakt auch. Ja? Ja. Haben wir schon Wasser gezogen. Kacke, Mann. Und die gibt's nicht neu. Die gibt's nicht mehr neu. Die Gelenke? Nein. Gar nichts. Bitte jetzt nicht nochmal umentscheiden. Du meinst dieses leichte, was du in den. Ja, ja, dieses. Du merkst ja, dass da so ein. Ja, weil da gar kein Fett mehr drin ist. Ja, das sag ich ja. Deswegen ja, ist die Aber die fetten wir ja nach. Also wie man unschwer erkennen kann, beide Antriebswellen, die Manschetten davon sind kaputt. Aber die Antriebswellen an sich sind noch einigermaßen am Start. Nee. Oh, doch. Ah. Ja, so. Genau. Super. Das heißt... Ja, super. Hier sind die Antriebswellen vom alten CL-Projekt. 400.000 Kilometer gelaufen, Pink Panther. Diese Antriebswelle hier, eine, die ist am Start.
Also die Manschette ist heil, die Manschette ist auch heil. Bewegt sich. Ich finde den Rostzustand ganz gut. Ja, komm, es kommt auch nur darauf an, dass sich hier alles wobbly-wobbly perfekt bewegt. Jetzt haben wir aber das Problem, die zweite Antriebswelle, da ist bereits die Manschette schon gerissen. Oh, nee. Und wir wissen, wenn wir die jetzt hier wieder festmachen, dass wir die, müssen wir die so reindrücken und ihr seht schon, es fängt alles an. So. Also, Schlachtplan. Also, Schlachtplan, genau. Wir haben zwei defekte Manschetten. Wir haben jetzt bei Mercedes anrufen lassen, beziehungsweise Tim von Autosiastik. Danke, Tim. Danke, Tim. Danke dir. Hat angerufen bei Mercedes, eine Antriebswelle, eine einzige, kostet 1112 Euro. Das war es mir jetzt nicht wert. Allerdings gibt es noch ein Manschetten-Set für 55 Euro. Mhm. Dieses Manschetten-Set umfasst alle vier Manschetten, also sowohl die beiden inneren als auch die beiden äußeren. Allerdings bekommen wir das heute nicht mehr an den Start. Und das Ding muss hier runter, weil hier ist Werkstattbetrieb, ne, wie man unschwer erkennen kann. Bühne muss jetzt freigemacht werden. Kacke. Ja, Autosiastik muss sich natürlich von diesem Push an der Stelle distanzieren. Haben wir beschlossen, wir nehmen einfach diese gesamte Antriebswelle, die ist ja top, die nehmen wir. Und für die andere. Das ist echt top, ist sie. Ja. Für die andere. Machen wir jetzt einfach, um das Innere zu ersetzen, also die innere... Ja, wir klauen uns da jetzt Manschette und die kommt auf die linke rauf. Wir klauen uns von außen die Manschette und machen sie nach innen. Das ist ja das Lustige an der ganzen Sache. Unglaublich, ob das hält, wer weiß. Ja, und das ist ja eine komplett andere Manschette als hier. Mhm. Ja, das wird auf jeden Fall lustig. Jetzt müssen wir erstmal die Manschette hier abmachen und die eine Antriebswelle lösen. Krass. Und los. Wir müssen jetzt zuallererst die Achsmutter lösen. Gott sei Dank wurde mir in Italien mein originaler 50 Euro teurer AMG Wish Deckel geklaut. Deswegen was für ein Deckel? Da ein Deckel, der Felgendeckel von. Ja, keine Ahnung, der ist weg. Steht das so in der WIS-Anleitung? Ja. Gleich, wenn wir die Antriebswellen wieder einbauen, werden wir sie auf jeden Fall fetten. Denn die Antriebswelle musste man komplett hier mit diesem Hammer bearbeiten. Danke an Timo. Nachdem wir hier alle. Hä, warum fährst du so hoch? Wolltest du mal gucken, wie hoch das Ding fährt oder was? Ja, okay, ja, ist gut jetzt. So, aber die Antriebswelle ist jetzt auf jeden Fall raus. Ja, lass sie hängen. Die hängt jetzt noch an meinem Kabelbinder. Die Manschette hier recyceln wir jetzt, ne? Die sieht nicht so fresh aus wie die vom White Tiger. Weiß gar nicht. Wie die vom. Ach komm, scheiße. Wir haben halt schon gegessen und eine Cola getrunken. Jetzt sind wir ein bisschen müde. Alkomüde. Alkomüde. Kacki. So, das, die. Ja, komm, die hauen wir jetzt rein. Die hauen wir da jetzt rein. Dann haben wir schon mal ein kleines. Haben wir noch Schmierfett? Nee, das ist noch geschmiert Fett. Willst du doch niemals wieder rausnehmen. Nee, stimmt. Nur wenn sie jetzt das nächste Mal kaputt geht, weil wir die Manschetten nicht getauscht haben. So, erste Antriebswelle ist drin. Jo, super. Ja, top, top Sache. So, hier noch kurz mit meinem Handdrehmoment festgezogen. Das ist wieder so eine Reparatur, ne? Die Leute sagen immer, wir sollen mehr schrauben, aber jedes Mal, wenn ich schraube, dann habe ich immer das Gefühl, sind die Videos scheiße, weil man gar nicht lustig ist. Wie so ein Kater, ne? Danach nochmal so. Man hat gar keinen Bock mehr, danach zu schrauben. Den müsst ihr das verstehen. Aber wenn gleich das Ding wieder rollt, bei dem Wetter, wie soll der Jock? Und gleich kann einer den BMW abholen, ne? Ja, das hebt dann wieder die Laune, ne? Ja. Wieder hier zwei, der Patte auf zwei der Tasche. Racks auf Tasche. Können wir endlich wieder Hallenmiete überweisen? Die Säulenbühne, ne? Die wolltest du doch auch noch in die Halle. Ja, sag doch mal kurz Hallo. Ach so. Ich hoffe, jemand sieht mich. Hallo. Zeig mal deinen Tad. Ein heftiges Tad. Boop. Wuppdi. Deine Back ist eine Groupie. Ja. Und was habt ihr jetzt hier vor? Soll ich runterlassen? Ja. 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 Hä, ist das dein Ernst? Macht doch richtig gut. Hä, aber so können wir doch so machen, sag das. Jo, macht, dann sind wir off. Ja, Leute. Hier rein. Also, herzlich willkommen. Wir haben einen kleinen Zeitsprung von 3 Stunden. Wir haben jetzt beide Antriebswellen mit purem Hass rausgeprügelt. Ja, keine Manschetten ersetzt. Wir haben jetzt hier auf der linken Seite die Pink Panther, 400.000 Kilometer, scheiße, die komplett am Start ist. Und hier die leicht rissige, aber die auch noch am Start ist. Da haben wir nochmal nachgefettet, nochmal ein neues Ding drum gemacht. Und jetzt, Njo, machen wir das Ding. Ja, außen haben wir ein neues Ding. Was hast du da gemacht? Da, Schelle, ne? Ich hoffe, dass sie hier nicht gegenkommt oder so. Ja. Wuppti. Eine Wasserrohrschelle, ne? Jo, jetzt kommt das Diff rein. Jetzt weiß ich aber endlich, für was ein Diff ist.
Total. Weißt du, das verbindet ja mehrere Teile, das ist ein Verbinder. Die Kardanwelle hier, das kommt aus dem Getriebe, das dreht dann hier und das dreht gleichermaßen links und rechts. Ah. Wenn jetzt aber hier du in eine Kurve fährst, dann dreht das doppelt dann so schnell. Dreht das doppelt so schnell. Ach du, genau grüne Neune. Das ist auch noch auf der anderen Seite. Ja, krass. Das ist so krass alles. Ich bin tot, ich bin einfach tot. Ach, komm, Maxi, das schaffst du noch. Das ist neu. General überholt. Das ist 400.000 Kilometer, wie neu. Das ist von außen überholt. Guter, gebrauchter Zustand, sagt man als Mercedes-Fahrer. Ach so, warum haben wir jetzt diese Dinger gar nicht gewechselt, sollte man vielleicht noch erklären. Ja. Das liegt daran, komm mal her. Ich komme mit. Dinger hier, da ist normalerweise ein Sprengring und man kann die dann, nachdem man den Sprengring entfernt hat, abmachen, ein neues Ding reinmachen, dann wieder das und einen Sprengring drauf. Wir konnten jetzt aber keine neue Manschette drauf machen, weil es hier gepresst ist von Mercedes, weil Mercedes... Ah, im Rand da, das da im Rand? Ja. Fokus? Ja, okay. Jetzt. Ja, Mercedes möchte lieber für 1.112 Euro mir eine neue Antriebswelle verkaufen, anstatt dass man das wie bei VW mit einem Sprengring gelöst hat. Und ja, es gibt diesen Spreizer, ne, der das dann nochmal so, wo du es hier so rüberkriegst. Aber also die Manschette spreizt und dann hier rüber. Also dieses kleine kannst du so weit spreizen, dass es hier rüber geht. Das kannst du halt nur mit neuen Manschetten machen, weil die so elastisch sind. Und damit natürlich nicht mit den alten. Gut. Der Elan ist auf jeden Fall da, das merke ich. Genug Rechtfertigung. Wo sind denn diese Kugeln, die immer rausfallen, wenn ich nochmal so als... Hier. Sind das diese Dinger, ne? Ja. Ja, okay. Die glitschigen, ekligen... Die sind echt eklig, schmierig. Alter, jetzt bin ich gespannt, wie ihr das da reinbekommen wollt. Was ist schief? Was ist Schießstand? Also sowas mache ich echt nie wieder in meinem Leben. Außer bei Eikos Projekt. Als Wiedergutmachung. Ja. Achso. Schrauber-Style, der ist auch schon wieder sehr ausgefallen. Unser oder meiner? Deiner insbesondere. Eiko hat einen Crush hier auf das Mädchen. Halt's Maul! Vivi. Guck mal, wie er grinst. Ja, Vivi. Schrauben wir mal zusammen. Das wird doch so geil. Ich guck auch deine Videos jetzt. Wo kam das eigentlich her, Bro? Oh, ich sieht auch auf der Kamera einfach nicht. Ja, gut. Komm, dann hör auf. Dann lass es. Ja. Ah. Oh mein Gott, wir haben Licht. Ey, sowas habe ich mir auch bei Amazon bestellt. Richtig geil. Das ist mein erstes Werkzeug, was ich habe. So, was ist da bloß bei dir? Oh. Schau mal an den Kopf. So Stummfilm, ne? Kann gar nicht mehr labern. Ich will auch nicht mehr labern. So, wir wissen jetzt alle, dass natürlich jetzt alles drin ist. Es ist alles vom Pink Panther drin, es ist alles verbunden, alles mit Drehmoment festgezogen, alles neu gefettet. Ich habe ein top Gefühl dabei. Ich würde sagen, ich schmeiß den Hobel jetzt mal ab. Ui, es leuchtet schon. Dann freuen wir uns alle, dass das Ding läuft und dann mache ich den. Ja, laufen tut er, aber wir müssen auch fahren. Ich muss noch die Explosivbühne senken. Hey, mach aber auch. Ich will ja den dicken machen. Ah, chillig. Können wir jetzt einfach ein AMG kaufen oder so? Das ist. Es wird nur noch Milch. Ja. Aber es ist so ein betäubender Schmerz, ne? Ja. Es ist einfach so, einfach umfallen. Na komm. Ui, hat er fast eine Drehung geschafft. Oh ja, jetzt werden aber dicke Geschütze hier aufgefahren. Ja, gib ihm. Ja? Noch einmal, ja. Betäube meine Seele. Hey, diese Motivation, ne? Weißt du, wir sind nach einem so einem Schraubertag sind wir schon Digga, immer ich bin so bedient. Ich bin komplett, ich brauche Urlaub jetzt erstmal in Urlaub fahren. Damit dafür hast du ja schon die passende Sonnenbrille auf. Ja, und auch das passende Outfit. Und ja. Jetzt verschimmelter Scheiß. Machst du eigentlich noch Sport? Hm? Ja. Ja. Brauchst du noch Kühlkleber, Digga? Das kommt doch alles noch neu. Brauchst du eigentlich noch Schimmelspray? Ein bisschen habe ich noch, Digga. 4,2 Volt, das ist schon 2 Volt mehr als beim ADAC, da hatte ich 2,6. Tja, viel besser, danke Tim. Wo die geladen? Die hatten wir gestern. Das sollte voll sein, ja. Ding braucht ein eigenes Atomkraftwerk, Mann. Warum geht das denn alles nicht? Ich will das alles nicht mehr.
Diese ganzen, Digga, ich habe auch schon wieder so einen Ölfleck da drunter gefunden. Öl? Es, ja, der ganze Ventildeckel, es sifft alles schon wieder. Ja, und Ventildeckel kriegst du easy hin. Ja, aber ich hab's ja schon gemacht. Ich will das nicht mehr. Es stimmt, den hast du echt gemacht. Ja. Hast du den ganzen Ventildeckel gemacht? Nee, ja. Du hattest ihn nicht ab. Doch. Den Ventildeckel. Yes. Du hattest nur die obere Kappe ab, Alter. Ja, stimmt. Wir haben noch haben jetzt 12,5 Volt auf der Ladung. Der Kolbe mal so. Ich dachte, ich kaufe mir einen Wagen mit 128.000 Kilometern und das macht dann mal keine Probleme. Weißt du, einfach mal einen Wagen kaufen unter 200.000 Kilometer, 128.000 Kilometer. Warum macht der so viele Probleme? Das Mercedes, was ist mit euch los, Mercedes? Hat er keine junge Sterne? Ja, frage ich mich auch. Timo sagt warten. Ich warte seit 3 Wochen auf diesen Moment. Nicht mal den Sitz kann ich verstehen. Den habt ihr euch nicht gelesen, ne? Hä? Hey, mach mal! Nee, anders. Du musst die richtige Betonung haben, weißt du? So ein Besoffenes halt. Wird er laufen, oh mein Gott. Dass ich das noch erleben darf. Du, enger Kraft hier rausfahren, Leute. Es bleibt spannend, unbedingt dranbleiben. Nach der Werbung. Jo, kalt auch mal schon mal überstanden. Das ist mein Baby. Du hast ein kleines Auspuffleck hier. Bitte? Ein kleines Auspuffleck, und was? Das ist meine Spritpumpe. Nee. Deine Spritpumpe, die hier vorne sitzt, genau. Weil das neue ist. Was ist das? Meine Bremse. Ist das normal? Ja. Hast du das neu gemacht? Ist doch alles gut. Digga, das ist wieder typisch, ne? Ja. Hauptsache 10. Auf, auf, auf. Den Park rein. So. Ich finde auch deine Kopfmalung ganz gut. So, soll ich jetzt wirklich rückwärts fahren? Mach ich's? Ja, mach doch einfach jetzt. Oh mein Gott! Er fährt wieder! Vorhin war noch. Klapp, 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 klapp. Ohne Scheiß, er vorhin angefahren. Ach, was ist denn mit deinem? Geil! Inshallah, seid ihr gegönnt. Komm in die Gruppe. Jetzt, komm in die WhatsApp-Gruppe. Wir machen auch dein Diff. Nicht. Nee, auf keinen Fall, ich mach nie wieder Diff. 2.15. Bei dem Ding hier wird nie wieder ein Burnout gezündet. Doch. Nein. Doch. Dann schieb mal dein Kackviech hier weg. Ey, da hat was geklackt. Nein. War die Bremse oder so? Hast du PDC? Das ist auch die PDC. Nee, ist Japan, ne? Hat keins. Na doch, ist Korea, hat. Seid ihr den vorhin noch in die Halle gefahren? Irgendwas ist da, ne? Ich hab den Auspuffhalter nicht festgeklappt. Welchen Auspuffhalter? Irgendwas hat geklappert. Na, was sagst du? Irgendwas kleppert. Okay. Ja. Gut, tschüss. Ja, wild, Digga, das Baby läuft. Wie eine 1. Also, habe ich auch gar keinen Zweifel, dass wir jetzt damit nach Hause kommen. Bobby, aber irgendwie Bobby muss los. Hau rein, Digga. Danke für deine Arbeit. Baby muss los, der muss zu anderen. Was ist da? Bremse irgendwie. Was ist denn da? Kein Bock zu bremsen. Die Bremse hat keinen Bock zu bremsen. Jetzt muss der. Mann, du klappst, Kali. Ist doch geil. Alter, ich freue mich übelst. Ich habe auch in der Abwesenheit jetzt ein paar Sachen bestellt. Ein paar Sachen sind neu gekommen. Leon hat mir auch noch ein paar Sachen mitgebracht. Das wird jetzt alles in den nachfolgenden Videos folgen. Ich habe mit Kim abgesprochen hier von Autosiastik, dass wir gemeinsam den Elektrowurm suchen, warum die Batterie auch tiefenentladen ist. Also dieses Projekt wird jetzt erstmal technisch auf den besten Stand gebracht. Dann kommt die Optik. Freut euch auf jeden Fall drauf. Ich habe mega Bock, auch wenn ich gerade mega fertig bin.
Vielen, vielen Dank hier, Heiko Performance, für die Mithilfe. Ja, einfach den ganzen Tag. Fahren wir jetzt auf die Schanze? Einfach den ganzen Tag, natürlich fahren wir jetzt auf die Schanze hier mit dem Lappen. Danke auch hier, Autosaftig, ne? Gerne. Vielen, vielen Dank, Autosiastik. Schaut mal vorbei. Die haben auch einen YouTube-Kanal. Wir haben einen YouTube-Kanal, alles. Vielen, vielen Dank fürs Bereitstellen der Halle, der Werkstatt. Und ja, Freunde, danke fürs Gucken des Videos. Gebt einen Daumen nach oben, damit die Karre jetzt mindestens noch mal 1300 Kilometer bis zum nächsten Stillstand steht. Mit diesen Worten, haut rein, habt einen schönen Tag, ciao. Zum Ende wollte ich euch auf jeden Fall noch mal sagen, es gibt, ich glaube, du fühlst es auch gerade ziemlich, ne? Das Ding läuft einfach, ne? Es ist scheißegal, wie das aussieht, dass hier irgendwas hängt, das irgendwie ein bisschen riecht. Es läuft geradeaus, es wackelt nichts. Es ist unglaublich beruhigend gerade einfach. Ja. Das ist einfach geil. Würde ich nur wirklich jetzt hier zum Ende des Videos nochmal loswerden, dass ich genau in solchen Momenten weiß, warum ich CL 500 fahre. Weil es einfach, das ist so cool. Vor allem mal 120 Flocken hier, die über den Ladentisch gewandert sind. Ja, jetzt halt noch zwei, ne? Jetzt eher zwei, okay. Tschüss. Geil. Das ist meine Bitch, so eine Stärin.